So, wir sind online. So, Freunde der Nacht. Mal wieder bei einer kleinen Tour hier. Es ist schon recht kalt heute. Eine Heimattour. Eine Heimattour, ja, in der Nähe unserer Heimatbasis. Minus 2 Grad. Schweinekalt. Ich habe heute mal dicke Handschuhe an. Achim hat seine dünnen, aber der ist ja abgehärtet. Der ist abgehärtet, der kennt das ab. Aber ein Schal hat er sich heute umgebunden, damit er sich nicht verkühlt. Nein, der Wind ist kalt. Ja, besser ist es. Ja, das sind heute geht glaube ich 13 Kilometer. Sind gerade auch noch auf dem Zuweg. Das heißt, die Tour ist noch nicht angefangen, haben erst geparkt hier. Ein bisschen weiter weg. Und ja, ich denke, wird ganz nett werden. Heimattour deswegen, weil ich heute Morgen natürlich wieder verpennt habe. Ach, dann musste mich quasi wecken. Deswegen haben wir eine Tour genommen, in der wir nicht so weit fahren müssen. So, dann wollen wir mal anfangen. Guck mal, hier ist gleich eine Brücke zum Ding, ist auch nicht schlecht. Direkt vor der Tür. Ja, bin ich schon rübergegangen. Okay. Bei meiner Wartburg-Tour. Ja. Ich glaube, ich habe die auch noch gar nicht gemacht hier. Ja? Zur Wartburg. Da war ich auch noch nicht gewesen. Nee? Nee. Kann ich nur empfehlen. Ich bin ja meistens immer zur Kahlewart, also von der Kahlewart war. Das ist schon fast eine Klettertour da hoch. Ja? Ja, ja. Bei Meter muss ich schon fast hochklettern. Okay. Das war anstrengend. Ja, und die Sonntagsjogger sind auch schon unterwegs. Ja. Moin. Moin. Natürlich heute auch wieder keine Taschentücher dabei, wieder im Auto gelassen, ne? Was? Taschentücher wieder im Auto gelassen. Ja, ich hab welche. Moin. Moin. Zeit schmerzt noch nicht, ey. Ne, ja, eben. So, wir müssen jetzt keine Geschwindigkeitsrekorde machen. Ne, so also beim Laufen tut es jetzt nicht weh, das ist gut. Schon okay. Oh, guck mal, zwei Löwen hat er da. Sieht ja gefährlich aus, ne? Ah, eine schöne Hütte. Ja, und hier kommen wir nicht weiter. Ich wollte gerade sagen, die Frage ist, ob wir hier weiterkommen. Komm mal nicht. Wo müssen wir hoch? Okay. Ich sehe schon, es wird heute eine richtig schöne Kletterpartie. Was? Ja. Ja, machen wir das mal. Das ist auch ein Weg, ne? Na gut, ich folge mal dem Navigator. Gucken, wo er uns heute hinführt. Was? Da liegen wir gar nicht hier. So schlecht liegen wir nicht. Wir stehen auf jeden Fall bei irgendwen im Garten. Okay, wir wohnen da hier ran.
schon sind wir auf Tour. Wir sind parallel. Ja. Keine Ahnung, wenn du das sagst. Wenn wir gleich von Hunden zerfleischt werden. Ist das nicht hier Privatgrundstück? Das ist eingezäunt. Achtung vom beißenden Hund, oder wie heißt das immer? Vom bösen Hund oder vom... Ich halte Wacht. Ich glaube, das wird hier nichts sein. Ne? Ich glaube, das wird hier nichts. Was machen Sie hier auf unserem Grundstück? Alles eingezäunt, wir kommen hier nicht weiter. Siehst du? Naja, das ist ja halt so, die Zäune sind hier auf dem Weg eingezäunt. Ja. Ja, das ist halt so. Aber dann kommst du nicht rüber. Doch, nee, das ist nicht, kommst du nicht durch. Oh, doch, ist durch, ja. Der ist auch noch nicht, der steht hier auch noch nicht lange, wenn ich den so sehe. Ja. Na gut. Autoreifen liegen hier. Super Sache. Ach, und jetzt stehen wir hier. Der nächste Zaun, aber der ist ja nicht so hoch. Also die haben sehr viele Zäune hier. Hier stand auch mal ein. Ja, suchen wir uns jetzt den besten Weg, wie wir da hinkommen. Ja. Da unten geht's runter, da können wir. Schon hier wie. Das ist ein Graben, ich will da mit der Kamera nicht so. Kommt so schlecht. Ja, ist doch nochmal richtig Winter geworden. Naja, ob man hier baden kann? Ja, Schlittschuh laufen.
Na, guck mal, haben wir es doch geschafft hier. Ah, guck mal, da können wir uns hinterher. Auf den Rückweg. Genau. So. Nur Nacht. Kaum gewandert, aber schon total kaputt. Ja, wie oben. Schau mal. Das sucht ihr aus, mir egal. Ja, so wie es ist hier. Ja, dann. Ich denke, wir müssen. Lass ihn mal hoch. Oh Gott. Komm, die hat die Hundepfeife geblasen. Wir müssen kommen. Das ist ein Schweinewagen, oder? Zirkus. Was steht da drauf hier? Tiertransport? Schweine, Kühe. Siehst du? Ja, weiß. Also der Wind macht nochmal mit Sicherheit minus 5 mehr. Ja, das ist schon sehr scharf. Das stimmt. So, Kinder, hier, guckt euch das an, wo wir wohnen. Fotos. Ja. Fotos. Achim macht Foto. Super toll. So, Lebenszeichen immer. Alter, das ist voll kalt. Ja, wenn der Handschuh aussieht, merkt er schon, ne? Kleines Video. Jetzt ja gerade verschicken. Eintüten, verpacken und verschicken. An den Family Channel. Ganz schön kalt, Chandra, habe ich gerade gelesen. Chandra auch drin. Diesen Mal wieder schon wieder am mit den Hunden am Spazieren gehen. Naja. Donner, ey, das ist ja echt schweinekalt heute. Privatfriedhof gibt es hier. Der Familie Schwagmeier, okay. Wollen wir mal nicht stören. Ist sowas nicht erlaubt, ey? Na gut, das ist jetzt nicht so, finde ich jetzt nicht so. Na, das schmeckt bestimmt nicht. Aber das schmeckt ihm zu gut. Na, zu Hause nicht. Mann. Gibt halt nur Trockenfutter. Die Scheiße essen muss, das ist schon schlimm. Ja, die schmecken wahrscheinlich wie Eis, also gefrorene Dinger. Ja, da haben wir wahrscheinlich keinen Geschmack für. Ja, also warme Finger habe ich auch nicht, wirklich. Was war eigentlich? Na, die Spitzen sind kalt. Die sind aber schon kalt da rein, wenn ich kalt da reingegangen bin, dann dauert das mal.
Draußen ist hier auf Temperatur sind. Ach, ich bin so sicher, dass wir richtig sind. Wir gehen hier auf eine Straße wieder zu. Kann nicht sein. Das ist eigentlich. Mal gucken. Die sagen ja, was sind das alles für, was sind das für zwei verrückte Wanderer, die hier auf der Straße langlaufen, Mensch. Ist so? Du weißt, ich habe heute mein Ding nicht dabei. Ich kann dir, ja, ist so. Kann dir nicht unterstützen. Wir können natürlich parallel jetzt hoch mal eine Etage höher. Ja, da läufst du ja auch so scheiße. Ja, hier geht's jetzt hoch, ja. Ich will jetzt hier, ich will ja nicht meckern, aber Straße laufen. Genau. Wo wir jetzt zu Hause sind. Ach, du weißt doch, was ich meine. Eieiei. Oh, hier liegen wir schon. Kaum gehst du in den Wald, liegen wir hier wieder alle. So, auf dieser Seite bin ich bisher auch noch nicht gewandert. Ja, guck mal. Naja, du siehst ja. Falsche Richtung, wir sind in die Richtung. Ja, das ist klar. Ja, dann laufen wir hier einfach da durch. Komm. Ja, einfach querfeld. Ja. Ja, also hier ist ja auch gelaufen. Weil hier gibt es ja keinen. Kein Weg. Ja, ist das. Heute mal ohne Wanderfahrt. Wir machen unseren eigenen Wanderfahrt hier. Heute nehmen wir einfach nichts genau. Nee. Das heißt, werden wir ein paar Kilometer mehr, ne? Wie üblich. Ist er? Hier ist er? Na, hier ist auf jeden Fall schon öfter einer hergelaufen, so wie das aussieht. Okay. Jo. Na super.
Was? Das sieht ja gut aus. Ne? Das sieht gut aus. Ich hab doch immer nur den Müll lang. Palim, palim. Komm, du warst schon gestern hier, hast die ganzen Bäume markiert hier, wo wir lang müssen. Das fällt jetzt langsam auch mal hin. Hose ist heute ganz sauber. Noch. Da ist er wie ich. Wir haben ihn gefunden. Naja. Ja, super. Specht. Ausrufungszeichen. Wenn die Hände waren. Ja. Hände gehen. Ja. Immer ins Gesicht. Wenn jemand friert. Ja, so schnell. Ja, wenn sich den Eiszapfen dann auskommt. Ja. So, links oder was? Nee. Geht jetzt aber nicht bis zum Casa Wilhelm, ne? Oder? Hier oder was? Ist da oben nicht noch ein Weg? Ich denke, geht's auf den Berg oben. Ja, du musst ja hier nur dran lang. Gesund sieht er auch nicht aus. Ja, hier geht es nur hoch, ne? Hier geht es nur hoch. Ja, hier vorne können wir runter. Zu warm. Ja, hast recht. Zu warm eingepackt. Siehst du hier, ich sehe da? Ja. Gut.
Ja. Muss sagen, da kommt man trotz der Kälte ganz schön in Schwitzen. Alles gut für die Wadenmuskulatur, Achim. Und hier liegt Schnee, kaum zu glauben. Das war nur ganz wenig. Wieso? Ach so. Da oben ist der Rückweg, Alter! Das gibt's doch gar nicht. Was hast du für eine Tour ausgesucht, sag mal? Ey, da werden die 13 Kilometer aber ganz schön lang noch. Da sind wir heute Abend um 6 hier noch. Hast du das hier weh getan? Ja. Du hättest liegen lassen. Ich konnte jetzt gar kein Foto machen, Mensch. Ach, Mann, Mann. Was? Okay. Denk daran, ich muss dich liegen lassen, Aachen. Ich kann dich nicht tragen. Soll ich Jana Bescheid sagen? Ich kenne das, Aachen. Ich laufe hier auch. Ich kenne das Problem. Und letzte Woche war es ja glatt. Guck mal, beiß die Zähne zusammen, es geht weiter. Der Kopf ist quasi unterm Arm. Ja. Das hat dir Spaß gemacht, ne? Wenn ich stürze. Ja, das ist gut. Nur Vorteil. Wenn ich stürze, dass ich nicht sofort mehr finden kann. Schade, das wäre das Beste gewesen. Wir hätten dich komplett gehabt, wenn du vorgelaufen wärst. Mann, Mann, Mann. Das sind wieder Extrembedingungen für Material und Mann hier. Ich glaube, da wird es gleich scheiße, Achim. Gleich kommt Nadelwald. Da kannst du Nadelwald ist kacke zu laufen. Nee, da geht noch was. Komm, willst du noch so einen Ausfallschritt, so wie ich? Ja, da hinten ist Kacke. Ja, da hinten kannst du. Was? Ja, hier, da geht noch, aber dann.
Ja. Ja, wenn wir noch ein bisschen schneller gehen, meine lieben Damen, dann kriegt ihr heute noch was zu sehen. Aachen vielleicht oberkörperfrei hier. Ja. Ich frage, ob wir damit noch die Zuschauer locken können. So, jetzt haben wir einen richtigen so. Achim, jetzt nochmal, bitte. Sowas traust du mir zu, sowas traust du mir zu. Ja, hast recht, alles für die Zuschauer. Genau. Die ist zwar nicht groß, aber dafür umso besser. Ja, was? Achim hat einen Hügel gefunden. Ja. Ich denke, da oben geht's zurück, das ist der Rückweg. Ach, hier ist mal gut. Okay. Oder ist der Rückweg auf der anderen Seite des Berges? Das sieht aus, wenn das hier eine schöne Schlittenbahn gewesen wäre. Ja, siehst du. Oh, das ist ja nicht viel, das stimmt. Band 18. Ah, das ist doch nicht, wir haben den Weg gefunden. Dann die Ricketti. Geht doch. Wo ein Wille, ne? Da ist auch ein Wanderweg. Ja. Ach, nichts. Gott, was sagen? Ach, ich sag nichts. Ich sag nichts. Da muss ich erstmal die Wunden decken. Das Knie ist abgeschärft. Ja. Kannst eine Bandage drum machen, bis zum Stabilisieren. Wenn unterwegs jetzt anspielt. Ja. Unterwegs ist egal. Kann ruhig anspielen, dann kannst du hinterher zu Hause, kannst es schon. Hast ja dann wieder 7 Tage Zeit oder 6 Tage Zeit, dich zu pflegen. Bis es wieder losgeht.
alles in gerader Richtung. Wie, was in gerader Richtung? Adiamo, läuft alles. Bis zum nächsten Satz. Nö, nö, ist klar, hab ich schon gesehen. Nö, nö, ist alles okay. Top. Ja. Ich habe nur Vanessa noch nicht Bescheid gesagt. Vanessa, du musst uns fahren. Die hat auch hier oben. Wo ist denn Dortmund? Ja, das Stahl ist zu viel. Kein Rucksack. Ja. Die Jacke einmal. Nur Stahl. Ist wie eine Sauna, ne? Ja, bei mir auch gerade. Hätte man eine Zwischenjacke hätte ich auch sein lassen sollen. Kein Problem, hätte ich nur einen Rucksack. Ja. Ja, sehe ich auch so. Nein, ist im Auto. Ja. Das muss man halt schwitzen. Stell dir vor, wir sitzen in einer Sauna. Ja, das Problem ist natürlich, ne? Aber obwohl, ich kann mir da gleich noch einen Verband mitmachen. Ein Verband mit einem Schal. Ja. Das habe ich nichts, ne? Ich weiß nicht. Na prava, na leva, prijamas. Hvala. Ok. Da sind wir schon fast ganz oben, ne? Naja, ganz oben. Da oben geht's noch. Ist noch nicht der Kammweg. Ist noch einen höher. Ja. Ja, jetzt werden die Handschuhe auch langsam. Erst die Ausfallerscheinung, die Hände sind schon zu warm. Ja, ich schwitze schon in den Handschuhen, das ist echt. Du auch, ne? Ja. Das ist Mist. Also irgendwie haben wir noch nicht so das Optimale. Reinhold, ist ja noch ein bisschen niedrig. Wir müssen höher, es muss kälter sein, Mensch. Hier, nehmen wir gerade. Ja, okay, komm hier. Meine Damen, jetzt sehen wir nochmal hier. Ach, sieht sich aus. Ach, guck mal. Schönstes Wetter hier, kann man immer ein bisschen. Ich darf auch mal ein bisschen tragen. Also das passiert mir auch nicht nur mal ohne Rucksack und Wasser. Ja, das ist scheiße, ich sag's dir. Ja. Und wer ist schuld? Ich, ne? Alter! Was machst du hier wieder? Ich bin schuld. Jetzt wollte ich da mal reingucken mit der Kamera, was da wirklich drin ist. Hat er schnell zugemacht. Schnell zugedreht, das Ding. Da ist pures Wasser drin, aus dem Wasserhahn. Hast du das nicht gesehen, als ich das abgefüllt habe? So. Da fühlt man sich doch gleich viel besser. Haben wir hier heute überhaupt irgendwelche Sehenswürdigkeiten, ja, oder so? Ich gucke jetzt gerade mal. Highlights. Gerade bei Google Maps einmal. So. Ja, wir sind aber immer noch viel zu hoch. Der ist verdammt an unten lang gegangen.
Aber wir bleiben jetzt lieber auf dem Weg hier. Echt, der ist die ganze Zeit um den Berg. Also, ja, das ist ja Mist. Wir gehen dann nur zur Sehenswürdigkeit 3, kommt gleich. Dann müssen wir einmal runter, Querfeld 1. Und 3 ist, gucken wir mal, Rudolf the Red Nose. Da gehen wir dann runter einmal. Ja. Was kann das denn wohl sein? Ja. Also Rudolf war doch ein Hirsch, ne? Ja, wir gehen auf den Schwarzen. Ja, das ist Schwarzen. Kacke. Hier, darunter habe ich, also ich weiß gar nicht, warum die... Ist um Berg rumgegangen sind die. Ja, gut. Ja. Das ist... Ja, nicht so, wie man... Zum Spaziergehen, das ist eher zum Spaziergehen. Ja, ja, ja. Das war eher eine Notlösung hier, diese Runde. Ja. Ja, zumindest waren wir jetzt auch mal auf dieser Seite. Wir gehen jetzt ja, bis zum See. War nicht enttäuscht. Enttäuscht. Heißt der See. Oder was? Der See heißt enttäuscht? Ja, aber der liegt nicht bei uns auf der Route. Aber der ist nur 200 Meter weg am Endpunkt. Ja, dann machen wir das einmal. Den nehmen wir auch mit. Ich wollte gerade sagen, dann machen wir eine Runde drum, wenn es geht. Das denke ich auch. Das ist A. Schauen wir da. Die ehemalige Sehenswürdigkeiten ist auch am See. Kalkofen. Ja. Ehemaliger. Den nehmen wir auch mit. Und was haben wir hier noch? Hier haben wir einen Höhleneingang. Oh! Den nehmen wir auch noch mit. Ja, ja, super. Weil wir wollen ja auch ein bisschen was fotografieren. Ja. Das nehmen wir alles mit, wa? Das sollten wir machen. Dann kommen wir auf 15 und dann ist das auch in Ordnung. Jetzt ist es ja arschkalt gerade, weil der Wind auch zieht. Ja, das stimmt. Liegt an der freien Fläche. Man sieht doch gleich, 600 Meter. Gleich hier, dass hier sehr viel Schnee halt noch ist. Das war sehr viel. Weil es hier sehr kalt ist. Ja, hier ist auch sehr kalt. Kann man entscheiden. Guck mal, da hat er schon für Osterfeuer Holz aufgeschichtet. Hast du Jana schon gesagt, dass wir nach der Hochzeit, dass wir dann den Sonntag dann wandern müssen? Ich glaube, den Tag müssen wir ausfallen lassen. Wir können doch keinen Tag ausfallen lassen. Doch, obwohl, das ist 2 Tage weg. Montag fahren wir natürlich in Urlaub. Montag fahre ich los. Sonntag noch wandern, dann müssen wir mal gucken. Dann fällst du noch aus, brichst dir noch die Knochen. Ja, Montag fahren wir weg. Pünktlich. Deswegen können wir eine Runde wandern. Also die Hose ist Freitag, ne? Hä? Freitag? Doch, ja. Ist Freitag, ja. Könnte man Sonntag noch machen, ne? Ja, Natur. Das kriegen wir hin. Denke ich auch. Ich kann also da so nicht schlafen. Und ja, das denke ich auch, wollte ich gerade sagen, mit Sicherheit. Und ich werde dann ja fast bis unten zum Bodensee fahren. Also sind schon ein paar Stunden hier. Guck mal, das, wenn du sonntags fährst, kannst du vielleicht Sonntag nachts doch so ein bisschen pennen. So ja, Sonntagabend. Eigentlich war geplant, Neuschwanstein, das Schloss, dann der Kielsteinhütte und dann Tschechien, 4 Tage. Ein Tag oder 2 Tage, ein Tag, 4 Tage. So ungefähr. Ja. Ja, hört sich doch gut an. Mal gucken, wie ich das mit den Plätzchen kriege. Das erste wäre also bis nach Füssen fahren. Sind wie viele Kilometer? 600. Oder 600. Ja. Sonst fahre ich nach Ostrava auch immer 1000 am Stück, das ist auch kein Problem. Ja, aber das weiß ich, habe schon lange nicht mehr gemacht, so lange Strecken gefahren. Nach Ostrava 1000 Kilometer sind das 1030. Ja, das ist, also früher sind wir ja auch tausende von Kilometern gefahren. Auch, fast durch Polen und Tschechien. Ja. Da ist natürlich auch nicht so viel los wie in Deutschland auf den Autobahnen. Da ist nicht so anstrengend. Ja, ich meine, ab Kassel, dann wird es ja besser, oder? Je tiefer du kommst, desto besser wird das hier. Aber weiter Tschechien, das ist nicht mehr so viel Verkehr. Aber da musst du echt konzentrieren und aufpassen bei den deutschen Autobahnen. Doch. Ja. Vor allem, wenn das Wetter gut ist. Ja.
Also für den Mai, also für die, wo ich Geburtstag habe, das sind ja, glaube ich, 3 Tage brauche ich dann nur, oder 4 Tage. Ja. Ich glaube, 1 Feiertag ist dabei. Die habe ich schon mal eingereicht. Jetzt für den April habe ich mit Kai schon abgesprochen, dass wir da dynamisch, also das ist kein Problem. Kriegen wir hin. Wir müssen jetzt nur noch mal genauer wissen, die Tage, die ich dann halt nehmen muss. Ja gut, das, die Frage ist ja, wollen wir eine Woche nach Tschechien oder nicht? Ich denke, ich sag mal, wenn wir nach Tschechien fahren, dann machen wir es nicht im Wochenende. Nein. Ne, das lohnt sich nicht. Also ich habe 5 Tage Urlaub. Ja. Ich wollte meinen Urlaub auch noch einen Tag eher machen. Also wenn du kannst, fahren wir ja hin. Dann haben wir noch einen Tag zum Einkaufen. Dann kommt mein Geburtstag. Und dann machen wir eine Woche da. Ja, gut. Mieten wir ein Haus. Ja. Bis dann würde auch mitkommen. Ja, ist doch super. Ja. Aber der weiß auch, dass wir wandern gehen. Gut. Na ja. Naja, gut, er muss ja nicht immer mit. Keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Ach, ich denke, er wird so oder so schon mitgehen. Denke ich auch. Das denke ich auch, ja. Ja, dann lass uns das doch mal machen. Ja, hört sich doch nach dem Plan an. Das ist kein Problem. Ich muss nur wissen, wie viele Schlafzimmer. Und das sind wieder 3. Ja, also ich brauche schon ein einzelnes. Ich brauche schon ein einzelnes, ja. Ich muss ja meine... Meine Bar. Ich habe ihn gefragt, ihm wäre das egal gewesen. Ja, also im Notfall geht es auch so. Also da hab ich auch kein Problem mit. Also, ne. Du. Ist so ein bisschen Bundeswehr-Feeling, was? Nein, ich fange an mit zu suchen jetzt. Also, ne. Das ist kein Problem, das kostet halt 100 Euro mehr. Ja, da kommt es jetzt nicht drauf an. Nein, ob wir da 500 oder 600 bezahlen. Das wollte ich gerade sagen. Wir beiden müssen es sowas so bezahlen. Ja, machen wir auch. Wahrscheinlich. Das kriegen wir schon hin. So, jetzt müssen wir ein Stück zurück, habe ich gesagt. Ne? Und Rudolf. Ach so, Rudolf the Nose. Rudolf, jetzt müssen wir gleich ein bisschen Querfeld ein wieder mal. Ja. Ja, wollen wir mal gucken, vielleicht. Genau. No. Beziehungsweise, naja, müssen wir zurück, runter jetzt. Ne? Dann kommen wir nach Rudolf. Okay. Dann müssen wir wieder hoch. Ist halt so, wir sind halt parallel oben am Norden. Ich nehme halt jetzt runter nach Rudolf. Winter. Ja, Ferien sind da nicht, ne? Im April haben wir keine Ferien, ne? Oder sind doch schon. Nee, Osterferien sind ja jetzt hier Ende März oder so. Ne? Achso. Ja. Das ist auch gut so. Da werden wir schön Ruhe haben. Ja. Weil da ist noch keine Berufssaison, Wandersaison. Da ist auch keine Skisaison mehr. Jetzt nach links. Warte mal, gucken wir. Ja. Jetzt nach links. Halt mir die Uhr auf. Nach links? Ich muss sie gleich runterschicken. Ja. Alter, ja. Der braucht ja gar nicht so weit. Naja, wenn man keine Sehenswürdigkeiten hat, dann macht man sich welche, ne? Verrückt. Ja. Das war ja nur ein kurzer. Vielleicht müssen wir jetzt hier runter oder da hinten nochmal? Ja, warte. Ich wäre ja. Ich wäre ja für runter. Wieder links, dann kommen wir wieder auf die Tour. Super. Ach guck mal, hier ist der, was steht da?
Ilex oder was ist das? Ilex. Ilex. Ilex-Wanderweg ist hier. Ja. Ach Gott. Ich brauche auch mal ein Foto. Was denn? Ist echt beeindruckend, ey. Dass man da nicht genug von kriegt hier, das ist immer noch. Ja, von dem Ganzen hier, von der Sicht, dass es immer wieder noch toll ist. Ja. Vom Gefühl her. Weil jetzt ist es besonders schön im Moment, weil kein Winter ist. Es ist nicht arschkalt. Ja, es ist nicht übertrieben warm im Moment. Na, aber sehr gut ist. Nicht durch den Wald tigern, sondern nur gehen hier. Ja. Ja. Das ist sowieso. Lieber, wenn es ein bisschen kälter ist, als wärmer Hitze ist. Ja, das ist nicht so. Also, gut, im Sommer werden wir da nicht drum rumkommen, aber ist halt so. Hast du eine Brille dabei? Ich habe irgendwas gehört. Achso. Hier haben wir ein blaues Dynamitstängchen. Was ist das? Eine Bohrung. Also, ja, da war eben ein Flüsschen, also so ein See oder so ein Wasser zumindest. Eine Wasseransammlung oder ein Wasserbecken. Ja, wie gesagt, im Sommer werden wir es dann halt wärmer haben, aber ist dann halt so. Kriegen wir schon irgendwie hin.